Der Neujahrsempfang des Roten Kreuz Neuhofen war auch heuer wieder ein toller Erfolg. Die Mitarbeiter des Roten Kreuz Neuhofen sind zu jeder Zeit und Witterung bereit, den Menschen in ihrem Einsatzgebiet zu helfen. Die Rotkreuzdienststelle Neuhofen besitzt 2 Sanitätseinsatzfahrzeuge. Diese Fahrzeuge sind komplett ausgestattet mit jeweils einer Fahrtrage, wo wir eben einen liegenden Patienten transportieren können, und einem Tragesessel, wo ein sitzender Patient Platz nehmen kann. Vom Equipment führen wir nur mit sämtliche Notfallsachen wie einen Defibrillator, wie Sauerstoff, wie Ambubeutel. Das ist eben, wenn ein Patient nicht mehr selbstständig atmet, um einfach die Luft in den Körper wieder zu bringen. Weiters führen wir mit einer Schaufeltrage eben für gerade im Frühling Motorradunfälle, wenn es um Wirbelsäulenverletzungen geht, um Patienten vom Boden dann wieder auf unsere Trage zu bringen, so schonend wie möglich, und dann ins Krankenhaus abzutransportieren. Um die Einsatzbereitschaft auch weiterhin zu gewährleisten und die notwendigen Schulungen durchzuführen, ist einiges Geld notwendig. Die Ortsstelle Neuhofen lädt heute zum 17. Mal zum Neujahrsempfang Freunde, Gönner, Politiker aus unseren Versorgungsgemeinden und Gönner aus der Wirtschaft zum Gedankenaustausch, zur Information über Neuigkeiten aus der Ortsstelle. Heuer werden wir im Besonderen für den Schulungstag 2013 um Spenden bitten. Und was bewegt die Besucher, ihre Geldbörsen zu öffnen? Weil das Rote Kreuz Neuhofen einen ganz besonderen Dienst an der Gesellschaft leistet, und ich freue mich ganz besonders, wenn man einmal im Jahr zusammenkommt, wenn man einen Rückblick bekommt, was das Rote Kreuz Neuhofen alles ein ganzes Jahr gemacht hat, und es macht immer eine Riesenfreude, wenn man sieht, wie viele junge Leute sich Jahr für Jahr zusätzlich beim Roten Kreuz engagieren, was die alles lernen, und man merkt ganz einfach, das ist eine ganz sinnvolle und tolle Tätigkeit, und darum freut es mich ganz besonders, dass ich mitunter da heute Abend auch dabei sein darf. Ich bin in Neuhofen beruflich tätig und mir ist es als Neuhofener ganz wichtig, dass das Rote Kreuz gibt. Ich komme eigentlich jedes Jahr zum Neujahrsempfang als Wertschätzung dieser Organisation gegenüber, weil sie die wahnsinnig bemühen, und ich denke mir, einen kleinen Beitrag kann man immer leisten, und alleine wenn man kommt und damit Unterstützung zeigt, dann glaube ich, ist das schon sehr viel für das Rote Kreuz. Und daneben gibt es natürlich immer auch die Spenden, die dann eingefordert werden und die wir auch gern erbringen, weil wirklich sinnvolle Arbeit geleistet wird damit. Naja, weil das Tradition hat und ich eigentlich, seit es den Jahresempfang gibt, immer dabei bin, um meine Verbundenheit zum Roten Kreuz zu dokumentieren. Die Sparkasse Neuhofen ist ja, kann ich schon sagen, einer der größten Förderer des Roten Kreuzes, hat einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass diese Ortsstelle so ausgestattet werden konnte. Und weil ich es einfach ganz toll finde, was das Rote Kreuz leistet, wie wichtig es für die Gesellschaft ist, und es ist eine wesentliche Aufgabe, dass wir diese Ehrenamtlichkeit so toll unterstützen. So, die Ortsstelle Neuhofen ist eine sehr innovative, junge, dynamische Ortsstelle mit extrem engagierten, freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit sehr engagierten und tollen beruflichen Mitarbeitern. Und wir haben auch 3 Zivildiener, die hervorragend ihren Dienst machen. Die Ortsstelle Neuhofen zeichnet sich aus durch Innovationskraft. Viele moderne, neue Sachen sind entstanden an dieser Ortsstelle, ein Schulungstag, eine wunderschöne Ortsstelle, die auch selbst mitgestaltet worden ist. Wir haben eine Gruppe, die nur in die Zukunft schaut, die versucht, neue Trends aufzunehmen und versucht, diese Trends auch umzusetzen in die Attraktivität dieser Dienste, weil wir brauchen tagtäglich so an die 9 bis 10 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier Dienst versehen, damit wir eben die Rettungswegen besetzen können.